Hallo, ihr Göttinnen da draußen, und ich meine wirklich alle, dich und auch jetzt dich, die so unglaublich schaut. Ja, auch du bist eine Göttin, und ich bin beauftragt, dich daran zu erinnern, dass du eine Göttin bist. Ich lebe und arbeite in Pfaffenhofen an der Ilm. Es gibt zwei Schwerpunkte in meinem Leben. Das ist Berührung einmal durch meine Hände und Berührung mit der Göttin. Ich arbeite mit den Göttinnen vom Frühling, der Persephone, des Sommers mit der Pele, des Herbstes mit der Lilith, und im Winter, die Wintergöttin, ist die Isis mit ihrer Weisheit. Im Ritual, in der Natur, wie der Alexander schon vorhin in unserer Sendung gesagt hat, wir alle sind Teil der Natur, wir alle leben in Zyklen, und die sind uns meistenteils völlig fremd in unseren Städten und unseren Betonbunkern. Und ich erinnere daran, dass ihr alle, so wie wir hier sitzen, so wie ihr da draußen sitzt und zuhört, dass ihr Teil seid. Teil der Natur, Teil des Göttlichen. Und dass es immer wieder, wie auch vorhin besprochen, es zu Angstzuständen kommt, zu Zyklen, die wir nicht verstehen und begreifen können. Und doch ist es nachvollziehbar, weil wir Teil der Natur sind. Das mache ich in Ritualen bewusst, das mache ich in Form der Zyklen so bewusst, dass wir in das morphogenetische Feld gehen, vom Frühling zur Persephone, als das kleine Mädchen nachspüren, was über die Wiesen läuft, als Idee, als Knospe oder eben, wie vorhin schon erwähnt, der Pele, dieses Feuer in uns, dieses Frausein, das nach außen geht, die Schönheit zeigt, den Körper zeigt, eine Familie gründet und dann weitergeht in die Wechseljahreszeit, die viele auch ja schon aufgegriffen haben als Krankheit. Und dieses Schönsein und dieses Faltenfreisein und OPs machen müssen und dies anziehen müssen und jenes anziehen müssen. Und es ist nicht so. Wir sind Teil der Natur und es gehört dazu, wenn wir wollen, alle irgendwann mal diese Würde der Weisheit erleben, die weggesperrt wird noch. Es gibt so viel altes Wissen, was nicht gefragt wird. Und die Leute werden im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Sie rücken raus, obwohl sie können damit nicht rausrücken, obwohl es so viel zu erzählen gäbe. Und es wird weggesperrt, medikamentiert. Und es ist ewig schade, was damit verloren geht. Ja, und meine Aufgabe ist es, an diesem Kongress, speziell am Samstag, dem 15. Mai, euch daran zu erinnern, dass in euch das Göttliche schlummert, dass ihr bewusst Teil seid dieses Göttinnenzyklus, so wie ich das Ganze genannt habe, und dass alles, was in euch heilt, dass alles, was in euch bewusst wird, dass das auch mir weiterhilft und jeder anderen Frau. Denn was in euch heilt, heilt auch in mir und heilt in jeder Frau. Und ich freue mich auf euch. Wie Cheat schon sagte, kommt zahlreich, spürt rein. Ihr seid herzlich eingeladen an diesem 15. am Vormittag und spürt die Göttin in euch nach. So, das. Warum sind die Göttinnen so wichtig für uns? Die Göttinnen sind wichtig, weil wir durch die Göttin wieder diese Weiblichkeit spüren können, was wir viele Jahre jetzt nicht so bewusst leben konnten. Es ist gefragt worden, diese männlichen Strukturen, diese männlichen Lebensweisen, und wie wir gesehen haben, es ist für uns letztendlich nicht wirklich heilsam. Dieser Zyklus ist nicht gut gegangen, weil wir das Frausein
unterdrückt haben. Es wird Zeit, dass wir nicht wieder die Frauen an die Macht kommen, um Gottes Willen, sondern dass wir uns auf gleicher Ebene in die Augen schauen können. Die Frauen in ihrer Weiblichkeit und die Männer in ihrer Männlichkeit. Das ist mir auch das wichtige Anliegen, dass niemand denkt oder spürt und sagt, die Frauen an die Macht, die Zeit ist auch vorbei. Nee, es geht um einen Gleichklang, es geht um Gleichgewicht. Das, was wir uns an Männlichkeit in den letzten Jahrtausenden angeeignet haben, wird Zeit, wieder zurückzugeben, den Männern zurückzugeben. Dann können uns die Männer wieder auf ihrer Seite die Weiblichkeit zurückgeben, in die viele jetzt momentan verfallen. Und wenn wir ehrlich sind, wir Frauen oder die Männer, wir mögen einen richtigen Mann. Und die Männer mögen eine richtige Frau, die Weiblichkeit lebt. Und das bringt uns in die Stärke. In die Stärke, in Selbstbewusstsein, in Schönheit und in Würde. Und wenn wir uns so in die Augen schauen können, dann ist das mein eigentliches Ziel. Dann finde ich das eine ganz tolle Geschichte, das mit euch zu besprechen, das mit euch zu bearbeiten, das mit euch anzuschauen, nachzuspüren. Und ich glaube, es sind viele, viele auf dem Weg, diese Weiblichkeit in sich wieder anzunehmen und zu pflegen und lieb zu haben. Das heißt, dein Vortrag wird eine Erinnerung sein oder wirst du direkt arbeiten mit den Zuschauern? Ich werde, dieser Göttinnenzyklus ist immer erklärungsbedürftig. Es wird am Anfang ein Vortrag sein und wer gern möchte, kann mit mir einen Workshop, findet anschließend ein Workshop statt und kann in diese Göttinnenqualitäten einspüren. Um zu sagen, wie fühlt sich das denn überhaupt an als Isis? In mir, wie fühlt sich denn die Isis an, wie hat sich die Isis gefühlt und welche Botschaften hat sie für mich? Mhm. Und viele Frauen gehen gerade in dem Alter der Herbstfrau, der Wechseljahres, genau in diese Fragen hinein. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiges und spannendes Thema, denn da findet ein Wechsel statt und wir wechseln dann, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir es uns anschauen, in diese würdevolle Weiblichkeit. Mhm. Dazu lade ich euch herzlich ein, wie gesagt, am 15. Mai am Vormittag zum Geistheiler-Kongress. Ich freue mich auf euch. Ja.